In dieser Episode besuche ich in Zürich im Puls 5 Fabienne Bracci. Ich kenne sie aus meiner vergangenen Arbeit als Model und darf für diesen Beitrag ein Kochinterview mit ihr machen. Hey Lauren! Hoi Fabienne! Hi, wie geht's dir? So lange her. So schön, dich zu sehen. Wie geht's dir? Ja, super, danke. Ja, schau, ich habe dir ein Blümchen mitgebracht. Danke schön. Aus meiner Dörr-Kollektion. Okay. Und Buchweizen und eine Cherimoyenfrucht. Da können wir ein feines Dessert daraus machen. Okay, wir super. Kochen ja heute zusammen, gell? Ja, ich freue mich. Danke vielmals. Wollen wir anfangen, ja, oder? Fabienne, wir sind hier bei dir in Zürich, in deiner Wohnung, im Puls 5. Mhm. Und wir haben ein bisschen in deinem Kühlschrank rumgestöbert, ja, was so gibt. Ja, du hast mich vorgewarnt, darum habe ich noch ein paar Soba-Nudeln mitgebracht und eben Cherimoya-Frucht. Jetzt haben wir da schon so ein bisschen das Dessert vorbereitet und ich habe schon blaue Herdöpfel ein bisschen gedämpft. Mhm. Aber was mich viel mehr interessiert, ist eigentlich dein Leben auf Bora Bora, was du so in den letzten Jahren gemacht hast und was es eigentlich auf sich hat mit deinem Salz. Willst du mir da ein bisschen erzählen? Wie bist du überhaupt nach Bora Bora gekommen? Ja, also wir haben gesagt, wir möchten vielleicht sogar mal ins Ausland ziehen und sind in Bora Bora in der Ferien gewesen und es hat uns wahnsinnig gefallen, die ganze Natur und Inseln, und dann haben wir gesagt, ziehen wir mal dorthin und habe tatsächlich die letzten 3,5 Jahre dort gewohnt. Mittlerweile wohne ich mehr in Zürich und immer noch in Bora Bora, oder sagen wir, ich pendle hin und her. Aber was habe ich gemacht in dieser Zeit? Also, zuerst habe ich ein Kinderbuch rausgegeben und dann habe ich angefangen, Salz zu produzieren. So Bora Bora Sea Salt. Ja, das habe ich eben. Da haben wir das schon schön angetan, gell? Was ist denn so speziell an dem Salz vom Südpazifik, oder? Mhm. Man muss sich das vorstellen, Bora Bora ist ein Atoll. Ja. Und ihr wohnt da auf dem äußeren Kreis von dem Atoll. Und wie gönnst du überhaupt das Salz? Du machst das ja alles selber. Ja, ist wirklich alles selber handgemacht. Also ich habe verschiedene Becken am Ozean. Wenn das Wasser ruhig ist, wenn ich Wasser reinpumpe und dann durch den Wind und durch die Sonne verdampft das Wasser und es bleibt das wunderschöne Meersalz. Und es ist wirklich alles natürlich gemacht. Also ich habe es nicht bearbeitet, nicht raffiniert, ich tue nichts hinzufügen. Es sind wirklich nur die Elemente Sonne, Wind, Meerwasser, die zu diesem wunderschönen Salz führen. Perfekt. Und es ist dazu noch vegan, natürlich. Stimmt, es ist noch vegan, genau. Ich war nicht so bewusst, wie es wäre, aber stimmt, es ist vegan Salz. Und wir werden heute mit dem vegan natürlich kochen. Wäsche teilen, Schürze anspielen, Flaschen teilen und wir würzen gerade mit der Gaumen Freude, so ein riesen Spass. So eine Sauerei, mach es mies en place. Fastfood Imbiss, ein Candlelight Dinner, das 5-Gang-Menü, daheim in meinem Zimmer. Mit Toast ein bisschen kressen, mit Vorspeis auf Fesseln, auf Poster ein bisschen wresteln, mit Vorspiel dessen. Verbrennen wir die Zunge, du verbrennst den Finger, ich verbrenne den Zug und du verbrennst mir die Lippen. Verwendet das Kanasutra wie ein Kochbuch. Machst mich süchtig, bist mich schockt. Fabienne, ihres Bora Bora Salz gibt es im Jemoli in Zürich zum Kaufen. Einen guten Appetit. Let's play. Oh,